Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar. So schaut's nämlich aus. So, die Uhr legt mal hin. Angmar. Japs. Okay, ich sollte jetzt während der Aufnahme nicht snacken, aber trinken ist in Ordnung. Bevor wir richtig reinsteigen wieder ins Spiel, ich weiß, viel zu lange ist her, ich hatte lange wieder Pause, ungewollt irgendwo, was heißt ungewollt, schon gewollt, irgendwo, weil wenn ich wirklich YouTube machen wollen würde, hätte ich es gemacht, sag mal so, also da muss ich leider ehrlich zu euch sein, mich hat es einfach derzeit nicht gereizt gehabt, aber ich möchte auf jeden Fall wieder YouTube machen und deswegen ist jetzt hier das Video gerade am Entstehen. Es wird diesen Freitag vermutlich nicht mehr. Vielleicht, dann werdet ihr das Video, morgen ist Donnerstag, vielleicht morgen noch bekommen, vor dem Freitag. Der Kaun möchte nämlich einen Abschiedsstream machen von seinem Herr der Ringe. Der macht Pause von YouTube auf unbestimmte Zeit. Mit ein paar anderen hat mich gefragt, da werde ich natürlich mitmachen, wenn ich kann. Es war angesetzt für diesen Freitag, aber er hat gemeint, es melden sich nicht genug und jetzt verschiebt das vielleicht noch. Oder er sagt es ab, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann gibt es da nochmal einen Stream. Und ansonsten mal gucken. Ja. Genau. Ich glaube, ihr seid aber nicht hier, um mich bloß labern zu hören. Bauen wir mal ein paar Gebäude. Mühlen sind gut. Die können wir später wieder abreißen. Erstmal brauchen wir Geld. Und bei mir schaut es jetzt gesundheitlich, falls es jemanden interessiert, so aus, dass ich austherapiert bin. Man kann mir nicht wirklich helfen. Traurige Sache eigentlich in der heutigen Zeit. Aber so ist es. Allerdings kann ich überleben, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, mit Cortison. Also Cortison funktioniert, Cortison ist quasi meine Wunderwaffe und wenn ich da genug nehme am Tag, dann überstehe ich den Tag auch ganz gut. Und jetzt bin ich gerade, ich muss jetzt mal meinen Arzt fragen, danke, wie es ausschaut, wie viel und wie häufig ich das nehmen kann, ohne dass es mich komplett tötet quasi, also es ist nicht tödlich, aber die Nebeneffekte sind halt nicht schön. Aufgeschwemmte Haut, Gewichtszunahme und lauter so ein Mist halt. Das muss nicht sein. Deswegen muss ich mal gucken, weil ohne geht's halt nicht. Und man findet keine Therapie. Was ich noch machen werde, ist, ich werde in psychiatrische Behandlung gehen, zu einem Psychiater, Verhaltenstherapeuten, wie auch immer. Und mal gucken, ob es nicht doch mit Stress und dem Unterbewusstsein zu tun hat. Und wenn da was rauskommt, schön. Wenn nicht, dann habe ich es zumindest probiert. Und ansonsten kann ich bloß mit der Krankheit leben. Und das ist genau das, was ich jetzt mache. Also, los geht's, YouTube. Herr der Ringe, go! Ich habe jetzt hier ein paar Einheiten verteilt, damit wir wieder die volle Stärke an der Front haben. Nachdem das hier eine Festung ist und hier keine Helden angrenzen, kann diese Armee darüber ziehen. Hier müsste ich quasi verteidigen. Ich könnte aber auch diese Truppen... Oh, warte, das sind Numenor. Die sind gut. Die will ich eigentlich mit dem Hexenkönig dabei haben. Ah, der hat schon. Ah, der hat Zuchtmeister. Ja, aber lass mal das mal. Ich glaube, ich schieb die nach da. Weil hier bin ich sicher. Und die Ettenöden, weil dann kann ich hier angreifen. Rudaur. Wenn ich das einnehme, kann ich nämlich dann Bruchtal einnehmen. Und dann schaut schon ganz gut für uns aus. Anschließend kann ich in Amon-Sul einfallen. Und gehört uns Arnor recht bald. So ist zumindest der Plan, weil von den Einheiten schaut es wieder gigantisch gut für uns aus. Wie gesagt, ich glaube, Angmar ist ein bisschen overpowered, aber das sehen wir dann. Ich nehme jetzt Forlindon ein, um hier so einen Kreis um einen Gegner drumherum zu machen. Weil wenn ich jetzt hier reingehe, in die grauen Anfurten, dann muss ich erst hoch, weil er nach oben geht und dann wieder runter und das kostet mich bloß Zeit. Dann kämpfe ich lieber einmal hier, verteidige hier und zwar mit ihm. Ja. Ich schicke Rogash rüber zum Verteidigen, weil hier doch zwei Heldenarmeen und der Haldir ist es. Genau, der Haldir stehen. Und dann fallen wir noch in Karok ein. Perfekt. Das hätte besser gar nicht laufen können. Das können wir... Ja, das ist ja... GG. So, das verteidigen wir easy. 5 Katapulte, 8 Zuchtmeister. Das probiert der erst gar nicht, da sag ich doch. Hier müssen wir kämpfen. Ja, auch kein Problem. Warum er das probiert, weiß ich nicht, aber das ist, naja, KI. Aber wie gesagt, nach Angmar kommen noch, ich glaube, die Elben und die Uruk-hai.
Und ich glaube, dann bin ich durch. Dann habe ich jedes Volk einmal im Ringkrieg 1 gegen 5 KI gespielt. Und dann kommt die Challenge. Dann kommt, ich preise es schon immer wieder drauf an. Ich freue mich halt einfach, wisst ihr? Ich habe einfach richtig, ich freue mich schon richtig da drauf, wenn ich meine eigene Challenge mache, wo ich nicht ins Minus rutschen darf. Das wird richtig anspruchsvoll. Denke ich. Ich hoffe es zumindest. Holen wir uns Wolfsreiter. Genau. So. Hoffentlich kenne ich die ganzen Hotkeys noch. So, M für Hot, M Mühle oder so. Ja, furchtbar. Den kann man, glaube ich, auch nicht. Ja. Lol. Wie sticht der denn? Aha, beim Rausziehen macht er Schaden. Interessante Klinge. Beim Rausziehen macht er Schaden. Also, jetzt wisst ihr es. Wenn der Hexenkönig mit seinem Schwert zusticht... Vielleicht... Ich weiß nicht mehr, wie war denn das? Spoiler Alert, wer den Film Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs nicht gesehen hat, muss jetzt weghören. Wo Eowyn gegen den Hexenkönig gekämpft hat. Ich hab's gesagt, Spoiler Alert. Also, könnt ihr mir nichts anhaben hier. Oh, nee. Gegen Wölfe kämpfen... gegen... Nope. Hat der... Warte mal, tötet das Ding. Wo ist der Feind? Oh ja, nee, warte. Genau. Hat sie die Klinge rausgezogen? Oder hat er die Klinge rausgezogen? Ich weiß es nicht, weil die wurde ja... Wurde sie nicht vergiftet? Oder wurde Theoden? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her. Gott, wie peinlich, aber ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, weil wenn der Hexenkönig auf sie eingestochen hätte... Und die Klinge nicht rausgezogen hat, hat er ja keinen Schaden gemacht. Haben wir ja gerade hier in diesem Spiel gesehen, er macht da keinen Schaden. Ne? Also, alles in Ordnung. Passt ja. Weil dann würde das sehr viel Sinn machen, wenn er da... Weil wenn die Klinge keinen Schaden macht, dann ja. Wie auch immer. So, das ist jetzt schon wieder super verwirrend, weil bei StarCraft ist für... um die Einheiten... so hin und her zu schicken mit Wegpunkten ist das was Tab? Nee. Shift? Wie komme ich auf Tab? Tab, lol. Shift? Und hier ist es Alt und es ist halt komplett anders und ich habe das so lange schon immer gespielt, das Spiel hier. Furchtbar, Mann, furchtbar. In letzter Zeit habe ich ein bisschen viel, natürlich, weil ich Zeit hatte. Oh, habe ich die vergiftete Klinge? Nein, morgen verdirbt. Schade. Was macht denn der da? Der backt volle Kanone. So, wenn der jetzt... Der hat schnelleren Angriff. Das gefällt mir nicht. Der Hexenkönig stirbt gegen so einen blöden... Lol. Ich habe ein bisschen viel über... Oh, das ist gut. Ich komme hier nicht zum Labern. Was macht man jetzt? Ja, mach da mal. Also ein bisschen über YouTube und mein... Wo ich hin will und meinen Weg und so nachgedacht. Und wo halt andere sagen, jetzt der Count zum Beispiel, der hat ja schon einige Abonnenten. Also 1000 ist ja schon eine Hausnummer, möchte ich mal sagen. Ist jetzt nicht das Allermeiste, es geht mehr, das wissen wir. Vor allem im internationalen Bereich, wenn man wirklich gut ist. So in Millionen oder sogar in 10, im 8-stelligen Bereich Abonnent. Aber das ist halt so, ich bin jetzt derzeit bei so 500. Schön wär's, was ich laber. Schlimm. Das sind doch sicher wieder Trolle irgendwie. Also ihr seht schon, 500 hätte ich gern, ne? Aber es geht, das ist das Schwierige, oder was heißt das Schwierige? Das, was ich mir immer wieder versuche ins Gedächtnis zu rufen, es geht nicht darum, irgendeine Zahl auf YouTube hoch zu boosten. Wow, ich wusste es. Ach du Heilige. Sondern da steckt ja hinter jeder Zahl... Zumindest ein Account dahinter. Und ich gehe mal aus, in den meisten Fällen auch Mensch, der halt wirklich Interesse an dem Zeug hat, was ich mache. Und von dem her ist es echt schäbig von mir, euch so lange unwissend zurückzulassen, immer wieder warten. Ich meine, klar, könnt ihr auf andere Kanäle gehen, das macht ihr wahrscheinlich auch. Ist auch alles in Ordnung. Wenn da ewig lang von mir nichts kommt, dann ist es kein Wunder. Aber trotzdem, irgendwo ist es so ein bisschen... Ich sollte mich wirklich schlecht fühlen irgendwo, euch nicht auf dem Laufenden zu halten, wenn mal eine Pause ist, warum eine Pause ist und. Weil bei mir war es jetzt so, oder ist es so, dass ich jetzt als nächstes... Gewinne ich den Quatsch überhaupt noch hier? Ja,
Wir werden Anbieter wechseln. Das war auch so. Eigentlich wollte ich warten, bis wir unseren Anbieter gewechselt haben. Wir wechseln jetzt zurück zur Telekom für besseres Internet. Und ja, dann habe ich halt viel besseres Internet. Eine 50.000er Leitung mit 10 Upload. Was halt schon nice ist. Also damit kann man wirklich was anfangen. Weil dann könnte ich auch mal streamen. Also auf HD-Qualität streamen. Und da hätte ich schon Lust drauf. Jetzt vielleicht auch mal so zwischendrin, wisst ihr, dass ich StarCraft natürlich auf jeden Fall. Ich will unbedingt StarCraft streamen, weil das einfach das Spiel ist, was mich am meisten reizt. Und ich weiß, die meisten von euch sind wegen Herr der Ringe hier, zumindest die deutschsprachigen. Das sehe ich allein schon an den Zahlen, an den Klickzahlen, sage ich mal. Was auch komplett in Ordnung ist. Ich mache Herr der Ringe gerne. Es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß. Ich würde mir natürlich wünschen, dass StarCraft populärer wäre und ich damit mehr reißen könnte, aber da bin ich einfach zu schlecht für. Master Liga ist einfach nix. Selbst Großmeister Liga ist halt schwach und nutzlos. Also, das heißt nutzlos, es ist schon ein Achievement, ja, aber nichts Besonderes in dem Sinn für die meisten, die das halt gucken. Könnten die Spinnen mal aufhören, hier alles zu zerstören? Oh, Baumeister, der muss sterben. Das gefällt mir nicht, wie das hier so läuft. Der hat... Hab ich noch irgendwo? Nee. So ein Mist, Mann. Ja, ich baue nur mal so eine Halle. Und... Also ich würde mir halt wünschen, dass StarCraft größer wäre. Oder zumindest... Ich weiß nicht, wie es bei League of Legends ist. Da muss man ja auch was können, aber... Ich habe halt das Gefühl, dass ich mit StarCraft zum Beispiel nicht viel schaffe. Was ist das denn? Totenmaske. Oh, nice! Also da kriege ich halt kaum Leute zum Zugucken. Und es ist halt schon Aufwand, sage ich mal, YouTube zu machen. Ich will jetzt nicht weinerlich klingen und ihr könnt mir gerne einen Rüffel geben, wenn ihr denkt, was heult der hier so rum? Und ihr habt es vielleicht auch recht, das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, boosten wir nicht schlecht. Das da mal machen. Aber so generell würde ich mir einfach wünschen, dass ich mehr Leute erreiche. Das ist so, nicht unbedingt fürs Geld, klar, wenn ich Abo monetarisieren kann, dann tue ich das. Ich nehme, was ich kriegen kann. Aber insgesamt würde ich gern, also ich würde mir wünschen, aber dafür ist mein Einsatz zu gering, ich würde mir wünschen, eine Community, um einfach um mich drum aufzubauen, um uns drum. Das ist vielleicht noch besser. Nicht um mich, sondern um uns, wo man dann Spiele zockt, vielleicht sogar irgendwann Events macht, so halt richtig was Größeres eigentlich. Wo ich halt einfach viel zu wenig Engagement gezeigt habe bisher. Und jetzt geht dann bald die Uni wieder los, wo ich dann auch nicht weiß, wie es ausschaut. Aber das wäre sowas, man darf ja träumen, ne? Und es wäre nicht wirklich schwer, das zu machen. Ich krieg's halt einfach bloß nicht auf die Reihe. Aus welchen Gründen auch immer. Aber von dem her, weiß ich nicht. Oh mein Gott, der muss weg. Halt, können die nicht... Ja, macht's das mal. Go, go, go. Was ist denn das? Sturmangriff. Naja. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber ist egal, wir kriegen wieder viele Leute. Das ist gut. Mühlen über Mühlen. Oh, 1000 Millionen Mühlen. So viel Geld kann ich gar nicht ausgeben, wie ich produziere. Obwohl, eigentlich kann ich es schon. Ich produziere noch nicht genug Geld hier. Ja, aber das wäre schön. Aber da müsste ich halt... Ich habe mich halt dazu entschlossen, zweisprachiges YouTube zu machen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch, die jetzt hier das auf Deutsch gucken, auch Englisch sprechen. Oder verstehen oder Englisch anschauen wollen, weiß ich nicht. Es kann auch sein, das höre ich häufiger von anderen, vor allem von Deutschen, so wie es scheint, ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen, dass mein Englisch ziemlich kacke klingt. Und das kann sein, ich weiß es nicht, von anderen Leuten aus zum Beispiel Australien oder auch aus Afrika, da habe ich manchmal, ich hatte mal Kommentare, kann ich GG schreiben? Nein, kann ich nicht. Das wäre so cool. Dass mein Englisch eigentlich ganz gut ist. Und jetzt weiß ich nicht, es kann sein, dass mein Englisch bloß für deutsche Ohren blöd klingt. Und wie gesagt, ich habe halt zweisprachiges YouTube gemacht. Habe dazu noch ein Spiel gewählt, StarCraft in diesem Fall, das zwar schon populär ist, so ein bisschen, aber es ist so eine Nische. Und da erreicht man halt nicht viele Leute, vor allem, wenn man nicht gut ist. Und ich bin nicht gut in StarCraft. Ich bin so, ja... Top
25 Masterliga. Es ist schon nice, aber wenn du nicht Top GM und in der World Championship spielst, dann kennt dich kaum einer. Und selbst dann gibt's halt Leute, die streamen und haben halt dann, das ist schön, wenn du streamst, hast dann 200, 300 Leute, das ist ordentlich, das ist, klar gibt's auch Leute, die haben dann 2000 mit StarCraft, die es dann richtig, richtig krass hinkriegen. Das ist dann echt nice, ich glaube, das machen wir noch schnell. Aber bis ich da hinkomme, müsste ich halt richtig viel Zeit investieren. Ich müsste es regelmäßig machen. Und ihr seht das schon an den Abständen, wie regelmäßig meine Videos auf YouTube kommen. Ich bin derzeit kein Typ, der wirklich regelmäßig Content produziert. Leider. Weil ich einfach so viel anderes habe, was ich auch noch gerne mache. Ich zock auch gern offline. Ich habe tatsächlich noch ein reales Leben, das ich habe. Und dann, ich liebe einfach auch meine Freizeit, wenn ich Zeugs gucke im Internet, Stream schaue und. Da meine Interessen und Hobbys, sage ich mal, sind so breit gefächert, dass ich mich halt nicht auf eins festlege. Und ich glaube, daraus resultiert es dann. Was ja okay ist. Ich bin zufrieden damit. Trotzdem wünschte ich mir irgendwo... Boah, habe ich viele Zuchtmeister. Zeit für Axtschleuderer. Trotzdem wünschte ich mir ein bisschen mehr. Aber ich kann es weder erzwingen... Noch kann ich es irgendwie, ich sag mal, rushen. Mir fällt das deutsche Wort nicht dafür ein. Nicht beschleunigen, aber halt so aggressiv schnell angehen. Frei übersetzt, denke ich. Keine Ahnung. Und ja, also tue ich es nicht. Geht nicht. Will ich auch gar nicht. Ich bin definitiv zufrieden mit dem, was ich derzeit erreicht habe. Ich meine, es geht ja aufwärts. So ist es ja gar nicht, ne? Es geht ja aufwärts. Insgesamt. Langsam. Und das ist normal, das ist in Ordnung. Mit Let's Plays, es gibt zigtausend Millionen Leute, die das machen. Wenn du jetzt nicht jemand bist, der wirklich eine gute Idee hat, es gibt Physik-Channel, die das einfach, die Physik interessant, anschaulich, dieser 100 Sekunden Physik zum Beispiel, ist auch ein deutscher Kanal. Finde ich lustig. Der erklärt Physik für jemanden, der keine Ahnung von Physik hat und sich eigentlich nicht dafür interessiert, doch so interessant, und man versteht es, man bekommt kurz und knackig erklärt, worum es geht, Begriffe oder Phänomene, und der macht das halt einfach clever, ist auch eine Nische, irgendwo, denke ich mal, was, lol, ja dann holen wir es uns zurück, ne? Und macht das halt einfach gut, aber da brauchst du halt auch die Idee zur rechten Zeit, ne? Ich weiß nicht, ob die, ich sag mal, die Ära der Let's Player vorbei ist. Es wird immer Leute geben, die gerne anderen Leuten beim Zocken zugucken, was ich irgendwo cool finde. Ich mach das auch gern. Aber so richtig groß rauskommen, damit weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das wirklich wollen würde, wisst ihr? Weil ich müsste natürlich viel mehr Zeit investieren. Das heißt, ich hätte weniger Freizeit für mich. Der nervt mit seinen blöden Counter-Attacks. Meine Güte. Ich glaube, ich baue jetzt hier mal diese Hallen des Königs und dann bilde ich Einheiten aus, weil das nervt. Das nervt ja so. Wie gesagt, ich müsste halt viel mehr Zeit investieren. Mein Leben wäre auch viel offener, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob ich das will. Ich meine, mein Leben ist nicht sehr interessant. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, also jetzt, ich bin froh um jeden Klick, um jede Minute, die meine Videos geschaut werden, weil ich stecke schon Arbeit rein. Vielleicht nicht so viel wie andere, vor allem beim Meditieren bin ich ziemlich faul, aber doch schon Arbeit. Und mich würde mal, das könnte zwar, vielleicht mache ich da auch mal ein gesondertes Video für Englisch und Deutsch, mich würde aber mal wirklich interessieren. Und wenn ihr eine Meinung habt, geht's mal vielleicht 2-3 Minuten in euch. Ach du Kacke, die Kankra, ach du, wow, lauf, lauf. Lauf! Lauf doch! Kann ich eigentlich Kankra? Ja! Nice save! So pro! Oh yeah! Like a boss! Ah, die ist nur Stufe 2, das geht. Also, geht's mal bitte, falls ihr möchtet, in euch für 1-2 Minuten oder auch 5 oder wie lange auch immer ihr braucht. Der hat mir das schon wieder weggenommen. Und sagt's mir oder schreibt's mir in den Kommentaren, falls ihr möchtet, warum genau ihr meine Videos schaut, warum ihr sie, falls ihr sie gerne schaut, was der Grund dafür ist. Einfach mal so ein bisschen so richtiges Feedback, damit ich, meine Güte, wie nervig
So, aber du nimmst jetzt den Dings hier bitte ein. Ah, ich glaube, ich spread mich ein bisschen. Ich baue jetzt mal hier, ich glaube hier ein paar Leute. Nur für den Fall, dass hier so ein blöder Counter-Attack kommt. Und ihr geht's da ein. Es hätte mich nämlich wirklich, wirklich interessieren, warum meine Videos überhaupt geschaut werden. Weil dadurch werde ich auch ein bisschen herausfinden, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und ich werde es nicht jedem recht machen können. Ich werde nicht jede Schwäche ausmerzen können, auf gar keinen Fall. Aber dann weiß ich zumindest, was meine Stärken sind. Und auf die kann ich ausbauen, wisst ihr? Die kann ich konzentrieren. Und vielleicht kann ich die eine oder andere Schwäche sogar abschwächen, verbessern. Also, dass es nicht mehr so schlimm ist. Was auch immer euch stört vielleicht. Gibt es Dinge, wo ihr sagt, boah, du hast dieses Wort benutzt, das hasse ich abgrundtief. Oder, dein Slang fällt mir nicht. Ich kann darauf aufpassen, wenn das großflächig gewünscht wird. Ich werde jetzt nicht alles umstellen, nur weil eine Person was sagt. Aber wenn ich mal so kollektives Feedback bekomme, ich glaube, das wäre hilfreich und es hätte mich auch nochmal richtig motivieren, einfach hier dran zu bleiben, weiterzumachen. Ich meine, ich werde mit YouTube nicht aufhören. Ich habe jetzt 2-3 Jahre oder vielleicht sogar noch länger schon reingesteckt. Und wenn er Lust hat, könnt ihr mal, vor allem jetzt die Leute, die das jetzt hier gucken, deutschsprachig und so weiter, könnt ihr mal gucken, wenn ihr Lust habt. Naja, meine ersten Videos auf YouTube, jetzt nicht die allerersten, die sind ziemlich kacke, aber zum Beispiel das, was haben wir als erstes gemacht? Was waren das? Das war Tom Clancy's End War. Damit habe ich angefangen und StarCraft natürlich dann anschließend, aber Tom Clancy's End War, damit habe ich angefangen YouTube zu machen, ich habe es nämlich mit Headset gespielt. Und bla bla bla, also Laberei, weil es mich gezwungen hat zu sprechen, um die Angst des Sprechen-Müssens zu überwinden, dass ich halt konstant spreche. Und wenn ich hab's mir mal angeschaut, wie langsam und vorsichtig und unlocker ich war. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Aber okay, es war auch... Wo sind denn diese Halbtrolle? Das Blutvergießen hat begonnen. Keine Ahnung, scheiß drauf. Ist schon irgendwo interessant, finde ich. Schafft sie das? Ja. So, ich bilde jetzt hier die Numenor aus. Das Ding ist nämlich, die sind stark. Dann bauen wir noch eine Dunkelstahlschmiede. Halt! Ich wollte sie drehen. Na egal. Ja. Mühle bitte. Mühle. Warte, da unten. Nee, Mühle. Das Schöne ist, es ist halt bloß eine KI. Das heißt, obwohl ich mit Angmar keine Ahnung habe, was ich hier mache. Ich flute bloß meinen Gegner. Mir ist es nett. Makro und das war's. Gewinne ich halt. Ich muss keine Taktiken machen, ich muss nichts countern. Es ist eigentlich verglichen zu StarCraft, zumindest gegen die KI. Gegen Menschen schaut das ganz anders aus. Muss ich halt hier nicht viel beachten. Deswegen ist Herr der Ringe für mich eigentlich so gechillt. Außer es sind wirklich 5 Gegner, 5 Brutale, die dann... Weil dann hast du verschiedene Einheiten. Jedes Volk benutzt andere Einheiten mit anderen Stärken und Schwächen. Dann wird es sehr interessant. Aber guckt mal, die Hälfte der Map gehört schon mir. Zugepflastert mit Mühlen. Schaut eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Und wenn ich die jetzt hier verliere, diese Einheiten, ja, dann ist es halt so. Interessiert mich jetzt auch recht wenig. Das müsste ich zerstören. Weißt du was? Ich baue hier einen Turm hin. So. Dann ist da mal Schluss. So, und dann bild mal einfach wieder weiter aus. Ja, da warten wir noch. So, der hat das vernichtet. Zerstört's. Bitte das Gebäude. Was ist mit dem Hexenkönig? Ach ja, haut's da oben das Ding kaputt. Warte, da bauen wir auch einen Turm hin. So. Ich weiß... Na! Okay, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das zweimal gesagt habe. Aber ich habe es getan. So. Größer denn je. So, die sind alle Stufe 3. Richtig nice. Dann bauen wir Bannerträger. Sind auch nicht schlecht.
die sterben. Das ist schön für mich. So. Nee, den und dann den. Ah, du kannst sogar Türme. Nice, du kannst sogar bei Türme. Oh oh. Ah, Upgrades. Upgrades. Was ist ein Bannerträger? T? Nö. N. Wer macht denn solche Hotkeys? Das sind so furchtbar. Okay, gewonnen. Wie auch immer. GG, Nuri. Boop. Fertig. Easy going. 2,29 ist okay. Gegen Orks ist das okay. Und gut. Dann haben wir hier eigentlich gerade nur gewonnen. Sehr schön.